So, willkommen zum dritten Teil meines Last Ninja 2 Let's Play Videos. In der Kategorie Retro Games auf meinem neuesten Channel bei YouTube. Wir befinden uns im dritten Level des Sewers, die Kanalisation. Und sind hier auch schon ein bisschen vorangeschritten. Allzu viel fehlt nicht mehr. So. Die Fackel in diesem Raum ist nun von elementarer Bedeutung für das Weiterkommen in diesem Level. Ich nehme nun die Flasche, die ich aus dem zweiten Level entnommen habe, und halte sie an die Fackel. Somit habe ich nun einen Molotow-Cocktail. Und wofür ich diesen brauche, das zeige ich euch jetzt mal. Denn da kommt auch schon der Kollege, der mir ziemlichen Ärger bereiten kann. Das Krokodil. Er versperrt auch zugleich den Eingang zu Level 4. Ich hoffe, ich erwische ihn jetzt mal. Das könnte ein bisschen dauern, bis man die richtige Position gefunden hat, um mit diesem Kroko fertig zu werden. Ha, jawohl, und da fackelt er ab. Also es ist einfacher, wenn er noch nicht völlig aus der Tür herausgekrochen ist, ihn zu treffen. Das sollte man sich vielleicht merken. So. Nun kommt das vierte Level. Insert Side B, then press fire. Ja, das trifft natürlich nur auf die wirkliche C64-Version zu. Wo es noch die alten Disketten mit den zwei Seiten gab. So. The Basement, der Keller. Eines der schwierigeren Levels, beziehungsweise dieses Level beinhaltet tatsächlich die schwerste Stelle des gesamten Spiels, meiner Meinung nach, zumindest die schwierigste Sprungpassage. Na komm schon her, Kollege. So. Auch hier gibt es natürlich einige Gegner, die auch mittlerweile ein bisschen mehr Niveau haben als in den ersten drei Levels. Aber im Grunde laufen die Kämpfe immer noch nach dem immer gleichen Schema ab. So. Na komm schnell her. So, ich nehme mir nun hier oben, ich hoffe man sieht das, eine ID-Card, die ich brauche, um ins fünfte Level zu gelangen. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun. Sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Hier kann man sehr leicht runterfallen und schon ist man ein Leben los. So, dieser Wachmann muss nun ausgeschaltet werden, damit ich hinten an den Hundeknochen herankomme. Beziehungsweise an die Fleischkeule, eigentlich ist das ja eher. So. Auch diese ist im späteren Verlauf des Levels von elementarer Bedeutung. Und in diesem besonderen Fall ist dieses Nahrungsmittel auch kein Extraleben oder sonstiges, sondern dient tatsächlich nur dazu, um im Levelverlauf weiterzukommen. So, und nun kommt eine der etwas umständlicheren Stellen, nämlich die Leiter herunterzukraxeln. Auch hierbei kann man sich sehr leicht mal vertun und schon fällt man herunter. Was für den Ninja nicht allzu angenehme Folgen hat. Na komm schon her, du Penner. So, jetzt aber. Meine Güte, die wollen es aber heute wissen.
Eine weitere schwierige Stelle, wo man ein gutes Timing braucht. Aber das hat funktioniert. So. Diese Linien hier auf dem Boden sollte man auch nicht berühren, ansonsten erhält der Ninja einen Stromschlag. Deshalb schön hier rüberspringen und sich das nächste Extra-Leben krallen. Und dieses kann man sehr gut gebrauchen. Denn da ist sie. Die Stelle, die mich als kleines Kind tatsächlich zur Verzweiflung gebracht hat. Die schwierigste Sprungpassage im gesamten Spiel. Erinnert auch ein wenig an The Last Ninja 1, wo man gleich mehrere solcher schwierigen Sprungpassagen hat. Zum Beispiel am Sumpf oder am See. Ja. Ha! Aber beim zweiten Versuch hat es geklappt. Das braucht ein bisschen Übung. Ein ganz schönes Drogenlabor, was die sich hier aufgebaut haben. Naja. Und auch die Drogen spielen im Levelverlauf gleich noch eine wichtige Rolle. Denn nun schnappe ich mir die Fleischkeule wieder und tunke sie in dieses schöne weiße Pulver hinein, was wir gerade gesehen haben. Dieses weiße Pulver, ja, ist anscheinend eine Art Schlafmittel oder ähnliches. Und wozu wir das brauchen, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar für dieses nette kleine Schmusekälterchen hier. Tja, und der kann gar nicht so nett sein, wenn man ihn denn ärgert. Und hier gilt es nun, Vorsicht walten. Vorsicht walten zu lassen. So. Ganz langsam nähern und die Fleischkeule abliefern. Und nun schläft der kleine Kerl. Und man kann gefahrenlos an ihm vorbeispringen. So, der letzte Gegner in diesem Level. Diesen werden wir nochmal außer Gefecht setzen. Also, na komm. Eieiei. So. Und nun brauchen wir die ID-Card, um ins fünfte Level zu gelangen. Na? Jetzt. Jetzt ist die Tür auf und wir können ins fünfte Level. The Office. Das Büro. Eines meiner Lieblingslevels, in der es eine sehr schöne Kuriosität zu bewundern gibt, oder besser gesagt einen kleinen Gag, den sich die Entwickler ausgedacht haben. Und was das für ein Gag ist, das erfahrt ihr im vierten Teil meines Let's Play Videos zu The Last Ninja 2, wenn es heißt The Office.